Geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu der Sportsendung Seitenlinie hier auf dem Schaffhauser Fernsehen. Mein heutiger Studiogast gehört zu den besten Sportlerinnen aus dem Kanton Schaffhausen. Ihre Sportart im Tischtennis ist sie fast ohne Konkurrenz auf nationaler Ebene. Verdientermaßen hat sie darum mit ihrer Clubkollegin Monika Führer am vergangenen Donnerstag den Panathlon-Preis 2011 gewonnen. Ich begrüße ganz herzlich Laura Scherer bei uns im Studio. Hallo. Laura, der Panathlon-Preis 2011 ist gestern oder am Donnerstag an euch gegangen. Was ist das für ein Preis? Das ist ein Preis, der jährlich vergeben wird an Sportler oder Sportlerinnen vom Kanton Schaffhausen, vom Panathlon Club Schaffhausen. Und der wird für spezielle Leistungen in der Vergangenheit oder eben vom letzten Jahr wird der verliehen. Ihr reiht euch hier ein, es sind prominente Namen, unter anderem der Andi Sutz hat den Preis schon gewonnen, Marina Ribi vom Schwimmen hat den Preis schon gewonnen. Was hat der Preis für eine Bedeutung für dich im Verlauf deiner Karriere? Genau, es ist natürlich eine riesige Ehre für uns, wir haben uns extrem gefreut. Es ist eigentlich der erste Preis, vor allem so grosse Preis, den wir bekommen. Und darum ist es natürlich für uns eine riesige Freude und wir haben uns ja extrem gefreut. Mhm. Der Preis ist nicht nur Ruhm und Ehre, der Preis ist auch finanziell noch lukrativ. Also ihr habt 5'000 Franken gewonnen. Was macht ihr mit so viel Geld? Genau, das ist natürlich noch ein schöner Nebenfaktor. Und wir haben gesagt, wir legen da Geld zusammen und möchten miteinander an ein internationales Turnier gehen. Das ist meistens relativ teuer und wir möchten uns eigentlich etwas Größeres leisten. Das heisst, wir möchten gerne übersee gehen, am liebsten auf Brasilien. Um dort ein internationales Turnier bestreiten, um auch noch ein bisschen mehr Erfahrungen zu sammeln. Und ja, da können wir uns jetzt mit dem Geld leisten. Brasilien, ist das ein typisches Tischtennisland oder ist es einfach schönes Wetter, wo man dann auch mal an Copacabana liegen kann? Ein bisschen beides, muss ich zugeben. Also, es ist sicher bekannt für eben das internationale Turnier. Und, aber natürlich würde uns auch das Land selber sehr reizen. Am Donnerstag könnt ihr den Preis entgegennehmen. Am Wochenende sind die Schweizer Meisterschaften auf dem Programm gestanden. Also viel Zeit zum Feiern ist nicht geblieben. Genau, leider nicht. Aber ich denke, wir kommen eben vielleicht dann in Brasilien vielleicht noch ein bisschen mehr dazu, um dann noch feiern. Ja, aber wir mussten wirklich uns eigentlich müssen aufs Wochenende konzentrieren. Okay. Schauen wir zurück auf das Wochenende. Laura, wie ist deine Bilanz? Was ziehst du für ein Fazit? Ich bin eigentlich zufrieden. Also mein Ziel war, im Einzel eine Medaille zu holen. Das habe ich geschafft. Am Schluss wäre noch ein bisschen mehr drin gelegen, da hat es leider nicht geklappt. Ich bin im Halbfinale 4-2 ausgeschieden. Und das andere, was ein bisschen schade war, ist, dass Monika Führer krankheitsbedingt Forfait geben musste. Das heisst, wir konnten unseren Doppelschweizermeistertitel nicht verteidigen und das war extrem schade. Monika Führer, sie hat schon geschwächelt am Donnerstag. Sie wäre heute auch bei uns im Studio mit dir zusammen gewesen. Genau. Was hat sie denn, wenn man da fragen? Sie hat pfeiferisches Drüsenfieber und ist im Moment noch im Spital. Ich kann wahrscheinlich heute heimgehen, aber ja, es sieht nicht so gut aus für die kommenden Wochen. Okay. Also an dieser Stelle wünschen wir Monika alles Gute auf dem weiteren Gesundheitsverlauf. Ihr habt 4 Titel zusammen im Doppel bei den Frauen. Jetzt hast du mir am Wochenende kampflos zuschauen, wie deine Nachfolgerinnen erkürt worden sind. Was hat das in dir ausgelöst? Ja, es war wirklich eigentlich extrem schwer, vor allem das Finale und dann auch Siegerehrung, wenn man dann sieht, wie die anderen feiern können und man weiß, dass man selber gute Chancen hatte auf den Titel. Das war sicher nicht einfach, aber klar, in so einem Fall geht natürlich Gesundheit vor und das ist dann viel wichtiger. Ja. Mhm. Jetzt in der Liga sind ihr auch in der nationalen Liga momentan auf dem Spitzenplatz. Ihr seid auf dem ersten Platz. Vor Rio Star Muttenz. Monika Führer fällt aus. Wie schwer wird jetzt da werden, um diesen Platz zu verteidigen? Also es wird sicher ein Stück schwerer, weil Monika wirklich eigentlich unser relativ klares Nummer 1 war. Aber wir haben noch 2 Ausländerinnen und ich denke, unsere Chancen sind immer noch sehr gut auf den Titel. Es wird einfach nicht mehr ganz so einfach in Anführungszeichen wie mit der Monika Führer. Würdest du jetzt in der Monika Führer eure Aufgaben müssen übernehmen oder wie wird das jetzt gelöst werden? Da sind wir uns noch nicht ganz im Klaren. Wir haben jetzt nur 2 Meisterschaftsspiele, bevor die Playoffs anfangen. Und ich denke, wir sitzen erst nach diesen 2 Spielen noch mal zusammensitzen und noch mal genau die Rollen anschauen und schauen, wie wir weiterspielen. Ja. Okay. Laura, du bist 21 Jahre alt, du bist Nazi-Spielerin.
Du hast schon im Ausland deine Erfahrungen können sammeln, schon unglaublich viel erreicht mit 21 Jahren. Bist du eher am Anfang von deiner Tischtenniskarriere oder eher am Ende von deiner Laufbahn? Also stimmt, es ist, ich habe eigentlich schon viele Jahre investiert, aber es ist wirklich so, dass ich eigentlich erst am Anfang bin. Man sagt so, Tischtennis ist man so vielleicht mit 30 oder so im besten Alter. Und da heisst, ich habe noch 10 Jahre oder so vor mir, die hoffentlich so weitergehen. Ja. Was macht es denn aus mit 30? Man ist ja selbst dann nicht mehr so schnell. Ist denn die Routine, die dazukommt? Oder was macht das aus? Ja, ich denke sicher die Routine, die Erfahrung. Und eben Tischtennis ist eigentlich sehr ein mentaler Sport, also wo der Mentalbereich sehr wichtig ist. Und durch die vielen Jahre Erfahrung hat man dann sicher einen Vorteil. Und natürlich auch von der Technik und so, da wird dann halt immer weiter verfeinert, dass man bis 30 eigentlich einen sehr guten Stand erreicht hat. Ja. Und kannst du dir vorstellen, bis 30 den Sport weiter zu betreiben? Ja, auf jeden Fall, ja. Okay, dann können wir uns hoffentlich noch viel freuen über weitere Titel. Die Nationalmannschaft ist ja auch ein wichtiges Thema bei dir. Ihr könnt ja extrem weite Reisen schon machen mit der Nationalmannschaft. China habe ich gelesen, Russland sind da gewesen. Was nimmst du zurück aus dieser Zeit in der Nationalmannschaft? Es war wirklich immer eine super Zeit gewesen, eben das Reisen und die vielen Erfahrungen in verschiedenen Ländern. Und natürlich auch eben das Niveau international halt ganz anders ist wie in der Schweiz. In der Schweiz kennt man sich ein bisschen und hat einfach so ein bisschen die 4, 5 Besten von der Schweiz. Aber international ist natürlich die Masse. Gerade in China hat es einfach Zehntausende von guten Spielerinnen. Und das ist wirklich immer sehr spannend. Und ja, ich hatte sehr gute Zeiten dort. Ja. Du sprichst Chinesinnen an. Ich habe mal nachgeschaut in der Weltrangliste. Weißt du, auf welchem Platz du im Moment liegst? Ich bin im Moment auf dem 520. Genau. Ich habe gesehen, seit Anfang des Jahres hast du dich sogar um 26 Plätze oder 36 Plätze sogar verbessern, 556 auf 520. Aber ich habe auch gesehen, dass rund 100 Chinesinnen vor dir noch klassiert sind. Was hat das für eine Bedeutung, Tischtennis im Reich der Mitte? Also das ist natürlich ganz klar, da gibt es eigentlich nur einen Sport für Chinesen. Zumindest kommt es einem so vor, wenn man dort ist, und das ist Tischtennis. Und das ist wirklich extrem, wenn man dort in eine Halle hineingeht, die ist voll mit 100 kleinen 6-Jährigen oder 6-Jährigen. Also ja, 6- bis 10-Jährigen Spieler oder Spielerinnen. Und das ist wirklich unglaublich, wie die wirklich viel haben. Mhm. Und, ja, das ist eigentlich ganz extrem. Tut denn dort der Staat auch das ein bisschen steuern und pushen, dass da viele Talente nachkommen? Also, dass man ein Aushängeschild ist in der Welt? Oder wie hast du das erlebt? Genau, also dort wird eigentlich schon relativ früh entschieden, was die Kinder jeweils machen. Entweder setzen sie nur auf den Sport oder nur irgendwie auf eine Ausbildung, auf Schule. Mhm. Und darum haben sie dann auch extrem viel Zeit zum Trainieren. Also, wenn sich dann jemand für Tischtennis entscheidet, ist er ab 6 trainiert er 6 bis 8 Stunden täglich. Und das ist dann irgendwie. Klar kann man dann nicht vergleichen mit uns in Europa oder so, wo halt nebenan immer noch die Schule auch einen hohen Stellenwert hat. Mhm. Ja. 6 bis 8 Stunden, sagst du. Wie viel trainierst du pro Tag? 2 bis 4 Stunden eigentlich. Mhm. Ja, ich muss schauen, wie es neben dem Studium läuft, aber da ist eigentlich schon so da, wo man sollte investieren. Mhm. In jungen Jahren bist du schon bereits ins Ausland gegangen. Du hast beim TTC Neuhausen deine Karriere gestartet. Bist ja nachher in die Regionalliga Süd nach Deutschland gegangen. Nachher sind wir sogar in die zweite Bundesliga aufgestiegen. Bei welchem Verein bist du gewesen? Und was sind das für Erfahrungen gewesen, wo du dort als junge Spielerin hast schon können sammeln? Genau, ich habe zu Wolframs Eschenbach gewechselt, das ist die Nähe von Nürnberg. Und ich habe eigentlich gewechselt, weil es die Schweiz, weil man sich immer mehr kennt und ich neue Erfahrungen haben suchen. Und in Deutschland ist es so, dass eben auch zum Beispiel die dritte oder die zweithöchste Liga schon ein sehr gutes Niveau ist für uns. Und darum habe ich da 2 Jahre gemacht, erst 1 Jahr Regionalliga, dann zweite Bundesliga. Und das sind wirklich sehr gute Erfahrungen gewesen, weil es einfach ganz viele andere Spielerinnen hat. Und ja, ich mich so weiterentwickeln. Das Niveau scheint in Deutschland ja doch nochmal ein Stück höher zu sein. Also wenn man es in der Schweiz vergleicht, da bist du Spitze gewesen, gehst du in die zweite Bundesliga. Was macht das aus? Also ich denke, das ist sicher ein bisschen der Grund auch wieder, dass es viel mehr hat in Deutschland. In der Schweiz machen da wenig auf dem Niveau, also mit dem Trainingsaufwand. In Deutschland hat es einfach 10-mal so viel. Und ja, da ist einfach auch der Stellenwert. Ist gerade zum Beispiel in Deutschland ist in Europa relativ, also eines von den Ländern, die in Europa einen hohen Stellenwert hat, das Tischtennis. Und ja, darum ist da eben die zweite und dritthöchste Liga ist immer noch ein sehr gutes Niveau. Und dann spielt man da vor 50 Zuschauern oder vor Hunderten. Was sind so
Erlebnis? Also es hat sicher viel mehr wie in der Schweiz. Es sind ja eigentlich so 100 bis 200 Leute pro Match. Ja. Genau. Gut. In der Schweiz gibt es da Leute, die vom Tischtennissport leben können? Es gibt im Moment jemanden, ja, aber es ist sehr, sehr schwer. Also wenn man in der Schweiz bleibt, ist es eigentlich fast unmöglich. Wenn, dann müssen wir eben zum Beispiel auf Deutschland oder sonst in ein europäisches Land, weil in der Schweiz wird einfach eigentlich die Spieler oder so werden nicht zahlt in den Clubs im Normalfall. Ihr habt eine Heimstätte, Glissau, auf dem Ebenen oben. Leider müsst ihr die Heimstätte ein paar Jahre verlassen. Das Gebäude wird umfunktioniert. Der beste Club somit hat keine Heimstätte im Moment. Das ist momentan noch nicht klar. Weißt du, wie es da weitergeht? Genau, also man ist glaube ich, intensiv am Suchen, um einen Ersatz zu finden. Möglichst wäre das Ziel, um noch ein bisschen, dass es noch etwas grösser wird, dass man es auch noch etwas besser nutzen kann. Weil wir sind im Moment immer einmal in Schaffhausen und einmal in Neuhausen. Und da ist im Moment intensiv am Laufen und ich denke, man hat schon ein paar gute Schritte machen in die Richtung. Aber bis 2014 hat man Zeit, dann muss man in den Glissa raus. Neuhausanbau, Reifhallhalle ist ein Thema. Ist da schon etwas Konkretes? Oder? Nein, konkreter ist nicht. Es ist sicher im Gespräch und ich denke, es wäre sicher eine sehr gute Lösung, weil da wäre zentral und ja, dann könnten wir in Neuhausen bleiben und das wäre eigentlich sehr gut für uns. Ja. Also wir müssen nicht Angst haben, dass in 2-3 Jahren der TCC Neuhausen nicht mehr auf dem Niveau kann spielen kann, weil es keine Heimstätte hat. Nein, das glaube ich definitiv nicht. Lass mich noch abschließen. Du kommst aus einer Sportlerfamilie. Dein Bruder war ebenfalls sehr hochklassiert im Tischtennis. Deine Schwester war schon Schweizer Meisterin im Gymnastikbereich mit dem GC Schaffhausen. Was hat der Sport für einen Stellenwert in eurer Familie? Natürlich, wie man eben gehört hat, einen sehr hohen. Wir haben schon mit kleinsten Alter sind wir raus spielen mit irgendwelchen Bällen und im Garten Tischtennis. Und also hat sehr einen hohen Stellenwert, auch jetzt noch. Wir hocken zum Teil irgendwie am Sonntag und schauen alle miteinander Sportpanorama. Und das ist wirklich, Sport ist für uns eigentlich ein grosses Hauptthema. Ja. Etwas, das die Familie Scherer dort in diesem Moment verbindet. Genau, ja. Gut. Laura, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg, persönlich und auch mit dem Team, dass wir den Meistertitel in der Nazia trotz dem schwergewichtigen Ausfall von der Monika könnt, nach Schaffhausen oder respektive nach Neuhausen bringen. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wünsche ich weiterhin einen schönen Abend. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie eingeschaltet haben. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder einschalten würden. Gleiche Sender, gleiche Zeit. Adi miteinander.